Wir haben in einer richtigen Dorfstraße gewohnt, in einem frisch gebauten Haus. Das wurde 35 gebaut. 36 sind wir dann da reingezogen. Und das ist auch meine Freundin in Frankreich, die ich heute noch habe, die da gewohnt haben. Also zwei Familien. Die Besitzer wohnten unten und wir wohnten eine Etage höher. Das war noch richtig alt. Mit Toilette über den Hof, mit Wasserpumpe auf dem Hof. Es wurde noch ein Schwein gekauft und geschlachtet. Es wurde alles eingemacht. Es wurde alles selber gemacht und alles in Dosen geweckt. Also damals Weckdosen. Ne? Ja, Wäsche waschen war ein Riesenvorgang. Das war der ganze Tag. Erzählen Sie ruhig Da mal. wurde die Wäsche in einem großen Kessel im Keller erstmal gekocht. Dann wurde sie auf den Handwagen geladen, in großen Bottichen und wurde auf eine Bleiche gefahren bei einem Bauern. Und dann musste man immer wieder hingehen und dann wurde die Wäsche gesprengt, damit sie richtig schön weiß wird. Dann wurde sie wieder in die Waschküche gebracht, nochmal gekocht und wenn sie dann getrocknet war, dann wurde sie noch in die Mangel gebracht. Und das war so ein richtiges Ungetüm, so ein uralt Instrument, hat gerattert und gekracht. Da durfte ich dann mit und das weiß ich noch. Also das war also eine Sache, die gibt es ja heute gar nicht mehr. Kann sich auch niemand mehr vorstellen, wie das aussah. Es waren also große Walzen, Holzwalzen und das donnerte und krachte in allen Ecken.